Hallo Freunde und recht herzlich willkommen zurück zu Silent Hill 2. Ja, ich möchte mich gleich mal zu Anfang entschuldigen. Der folgende Part ist eigentlich bereits aufgenommen worden. Ich hatte mal wieder das Problem, dass ich meine Kamera aus irgendeinem Grund dachte, wieder mal abzuschmieren, beziehungsweise diesmal hat sogar mein komplettes Handy irgendwie einen Abgang gemacht. Ja, dafür möchte ich mich entschuldigen. Das heißt, der folgende Teil dieses Spiels, es ist leider nicht mehr blind, ist zum Glück nur eine Folge, von daher, ja, glaube ich, dass wir das hier doch recht schnell durchrocken und dann vielleicht noch das Ende des Parts doch noch blind wird. Es tut mir wieder leid, aber naja, kann man immer nichts gegen tun. Der Typ hier sieht immer noch ein bisschen zermatscht eklig aus. Aber gut. Wir wollten das Krankenhaus jetzt weiter erforschen. Krankenhaus ist schon das Gefängnis. Wir hatten ja bereits ein bisschen davon was. Ich muss selber nochmal genau gucken. Ich bin ein paar Tage in der letzten Part versucht hat aufzunehmen. Nach diesem Reinfall hatte ich echt keinen Bock mehr. Und wenn es die Kamera sich wieder denkt abzuschmieren, dann werde ich es einfach ohne Facecam hochladen, glaube ich. Weil dann habe ich echt keinen Bock mehr. Dann weiß ich nicht mehr, woran das liegt. Genau, wir sollten da links reingehen, ne? Das hier hatten wir, glaube ich, alles genau in diesem Parkhaus. Da gehe ich dann zum Schluss rein. Da ist nämlich tatsächlich noch was drin. Das konnte ich schon rausfinden. Aber gut, wir gehen hier erstmal lang. Und genau, das habe ich im letzten Part auch noch gefunden. Hier liegen noch Patronen rum. Genau, ja, ich glaube, hier komme ich tatsächlich nicht rein. Genau, das Schloss ist wohl kaputt. Das geht nicht. Ich kann das eigentlich hier lesen. Okay, sie haben nichts mit mir zu tun. Toll. Muss ja nur mit dir zu tun haben, James, ne? So, und hier war, glaube ich, dieser... Genau, hier so ein Raum, wo man dann mit den Gefangenen reden kann. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Immer ganz cool. Oh, ich hasse es immer, diese mega Lichter hier in meinem Zimmer zu haben, ne? Die sind immer so heiß. Ich schwitze hier gerade. Vor allem mit einer Mütze auf dem Kopf. Ist auch nicht cool. Und hier ist irgendwie alles kaputt gegangen. Hier kann man jetzt einfach so durchgehen. Und vielleicht habt ihr das eben gesehen. Wenn wir jetzt nochmal in den... Wow. Oh, Junge. Okay. Why? Hui. Oh. No, please. Okay, warte. Und weg. Renn. Oh, stimmt, ist das gleich wieder. Ja, Munition wieder leer. Ups. So. So, jetzt gehen wir nämlich mal hier rein. Können wir mal hier rein. Nur von der Seite angucken, denn da liegt etwas. Ein Feuerzeug. Wofür wir das brauchen? Das habe ich im letzten Part auch nicht mehr selber rausgefunden. Wahrscheinlich ja. Wo kommst du denn jetzt her? Warst du eben noch nicht da? Daneben getreten, auch nicht schlecht. Na. Dann wollen wir die Räume mal von hinten nach vorne untersuchen. Ganz gechillt und lässig. So, und da kam ich gerade, okay. Leg, please. Okay. Hier kann ich rein, okay. Waren hier schon. Alles da, es war schon hier, Leute. Jetzt wird es gleich lustig. Okay. Wir klopfen mal an. Auch schlau in so einem Gefängnis, wo sowieso niemand ist, um nur Monster mal anzuklopfen. Ich klopfe an die Tür, aber niemand antwortet. Na gut, gehen wir wieder raus. Jetzt passiert's gar nicht. Ist ja langweilig. Ah, jetzt. Oh, voll übel. Da habe ich mich im Originalpart echt ein bisschen verjagt. Habe ich so. Naja, leider. Sie hätte den niemals zu Gesicht bekommen. Das ist echt immer blöd, ne? Wenn dann vor allen Dingen so tolle Momente, sage ich mal, in Form von. Ja, durch Fehler oder so kaputt gehen. Das ist immer ein bisschen ärgerlich. Aber naja, kann man leider nichts gegen tun, ja? Die Technik. Und die mag mich nicht so. Hier ist nochmal so ein Speicherpunkt. Hier seht ihr schon meinen. Die ist eine Gefängnistoilette, das ist auch gerade, wo wir drauf sind. Keine Sorge, ich habe da zweimal gespeichert. Ich habe nicht wirklich 20 Minuten gebraucht, bis ich da drauf war. So, wir überschreiben den mal. Wir haben schon gerade mal 12, ja. Okay, wir haben aber schon gleich 5 Minuten. Könnte sein, dass wir in dem Part tatsächlich nur das erreichen, was ich letztes Mal auch erreicht habe. Mal gucken. Was haben wir denn jetzt schon alles? Okay. Genau, in den Raum gegenüber von mir müsste ich jetzt eigentlich reinkommen. Genau. Na. Okay. Denkst du dir? Zack.
So. Okay, erstmal Leben mitnehmen. Da glitzert was. Ah, eine Ampulle. Wir haben ja echt im letzten Part oder in den vorletzten Parts wirklich sehr viel bluten müssen. Nach meiner geilen Aktion da in dem einen Raum habe ich echt viele Leben verloren. Das ist echt eklig. Ah, naja, hier ist ein Magazin. Habe ich noch nie gesehen. Wird wohl ein lokal herausgebendes Magazin sein. So, mal wieder vorlesen hier. Toluca Lake, die wichtigste Touristenattraktion der Stadt. Attraktion. Das ist voll das blöde Wort immer. Attraktion mache ich immer. Dieser klare, prachtvolle See hat jedoch auch eine andere Seite. Es mag wie eine typische Gespenstergeschichte anmuten, auf die man in vielen alten Städten überall im Land stoßen könnte. Aber in diesem Fall ist die Legende wahr. Genau, ist die Legende wahr. Die Legend wahr. Die Legend of Zelda. An einem nebeligen Novembertag im Jahr 1918 kehrte die Little Baroness, ein Schiff voller Urlauber, nicht in den Hafen zurück. In einem Zeitungsartikel der damaligen Zeit heißt es nur, sie ist wohl aus irgendeinem Grund gesunken. Trotz einer gründlichen Suchaktion wurde bis heute weder Teile des Schiffs noch einer der 14 Körper von Passagieren oder Mannschaft geborgen. Müsste eigentlich wurden heißen, na egal. 1939 ereignete sich ein noch seltsamerer Vorfall. Es wurde viele Seiten herausgerissen. Viele Leichen ruhen auf dem Grund des Sees. Ihre knorrigen Hände recken sich dem Schiffen entgegen, die über sie hinwegfahren. Vielleicht greifen die nach ihren Kameraden. Gut möglich, James. Ja. Okay, weiterforschen. Hier müsste ich rein. Okay. Kleiner Nebenraum quasi. Ah ja, genau, ich erinnere mich. Und hier ist auch ganz fies. Patronen wie Pistole sieht man gar nicht, ja? Ja, den Kopf bewegen. Okay, da liegt noch Shit drin. Schrotpatronen, Gewehrpatronen. Und jetzt kommt natürlich das Beste. Ich habe ein Jagdgewehr. Geil. So, da unten liegen auch noch Patronen rum. Okay. So, ich glaube, das war's. Ich habe das Jagdgewehr gar nicht ausprobiert im letzten Part. Also im ersten Versuch des Parts. Können die natürlich gleich nochmal machen. Ja, geht nicht auf, okay. Hoffen wir mal, dass die Facecam jetzt mitspielt. Wäre schön. Okay. Oh, dann probieren wir doch erstmal die Tür aus. Oh. Geht nicht, Mama. Okay, hier ging, glaube ich, gar nichts auf, ja. Ich erinnere mich gerade wieder. Hier haben wir schon mal Karte. Einfach gar nichts. Na gut. Auch irgendwie dumm, dass die wirklich so zwei Speicherstationen jetzt so nah beieinander gemacht haben, ne? Braucht man auch nicht unbedingt. Gut. Dann dürften wir ja soweit alles haben, was ich noch holen wollte. Und jetzt geht's zurück ins Parkhaus. Wenn es ein Parkhaus ist. Da ist was sehr Interessantes. Nennen wir es mal so. Was ziemlich gruselig ist. Oder so ähnlich. Wo ich das Rätsel-Lösung auch nicht finden konnte. Im letzten Part. Oh, hi. Uiuiui. Lass ruhig, Kollege. Kein Grund, aufmüpfig zu werden. Zack. Wir können über alles reden. So, jetzt müsste ich ja irgendwo nach rechts. Ich glaube, durch so eine große Tür, ne? Wenn da hier irgendwo so eine Doppeltür kommt, dann müsste ich da... Mal. Ah, hier, okay. Okay, ich hätte auch oben gehen können, aber na. Ist ja so gesehen egal. Vielleicht finden wir jetzt noch irgendwie... Shit, den ich letztes Mal nicht gefunden habe. Schnell durch. Ich will gar nicht in die Zellen da reingucken. Aha. So, irgendwo hier rechts rein müsste es gleich gehen. Alles klar. So, hier ist es, glaube ich. Genau. Wir folgen jetzt einfach mal gerade dem Weg Richtung Mitte. Da erwartet uns gleich das hier. Boah, wieder diese Geräusche, ey. Ich gebe dir Blut als Zeichen meiner Buße für die drei Sünden. Seht oben auf dem Bild. Unter dem Bild gibt es drei quadratische Vertiefungen. Sag nicht. Da müssen wir dann gleich mal unsere Tafeln einsetzen, die wir ja im letzten Part noch bekommen haben. In den letzten Parts, eher gesagt. Und weiter bin ich dann wirklich noch nicht gekommen. Drei Schritte hängen vom Gerüst. Ja. Meine Theorie. Guck mal, ich kann ja mal runterlaufen.
Wie aus der Entfernung echt schon Schaden. Es ist ein bisschen. Scheiße, es ist ein bisschen traurig. Dieser Sound immer, ne? So, benutzen wir einfach mal unsere tollen, tollen Tafeln. Und setzen die mal der Reihe nach ein. Ach, ich habe die Tafel der Unterdrücker reingesteckt. Genau. Ist mir auch aufgefallen. Die symbolisieren so drei der sieben Todessünden. Unterdrücker, ja, weiß ich nicht, Zorn oder so. Hatte ich jetzt mal so interpretiert. Genau hier. Gefräßige Schwein könnte Trägheit sein. Ich habe die Tafel gefräßige Schwein eingesteckt. Und das letzte ist. Weiß ich selber nicht mehr. Ah doch, ich glaube schon. Zack, zack. Nämlich die Verführerin. Wahrscheinlich Lust. Beziehungsweise Wollust. Wollust. Ups. Ja, aber die Tafel, die Verführerin eingesteckt hat. Stand da gerade. So. Uah. Ekelhaft. Okay, das habe ich letztes Mal auch gemacht. Und mehr passiert hier jetzt irgendwie nicht. Boah, das Geräusch, das konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. Bäh. Das fand ich gerade gruselig. Mir gingen drei Stricke vom Gerüst. Für drei Todessünden. Ah, vielleicht müssen wir noch irgendwas finden, was sozusagen diese Todessünden symbolisieren. Warte mal. Ups. Gehen wir mal hier rein. Wir haben ja noch diese Wachspuppe. Eine in Wachs geschnitzte Puppe, sie lag in der Zelle. Das Feuerzeug, ja, das hatte ich auch die Vermutung hier. Angelas Messer. So, wenn die mal prüfen gehen. Die Klinge ist mit etwas Rotem besudelt. Wahrscheinlich Blut. Und, ja, da steht ja auch irgendwie. Ich gebe dir. Was stand da? Warte mal. Können wir mal überprüfen hier. Ich gebe dir Blut als Zeichen meiner Buße für die drei Sünden. Dass wir da irgendwie Blut irgendwie ran machen. Aber ich habe das schon alles ausprobiert mit dem Messer. Das hier zu verwenden, das hat irgendwie nicht funktioniert. Auch an den Dingern da oben nicht. An den Geigen. Bei dieser Schrei da, konnte ich mich echt nicht mehr erinnern. Das heißt, irgendwas haben wir auf jeden Fall ausgelöst. Irgendwie passiert hier nichts, ne? Können die Dinger anzünden. Können eine Wachsfigur hier raufstellen. Ja, dann bin ich jetzt ein bisschen out of ideas mal wieder. Wir können natürlich mal den Rest des Raums erforschen. Habe ich letztes Mal auch gemacht. Was ist denn das? Ja, gar nichts. Weil sonst ist hier, glaube ich, auch nichts. Dementsprechend lohnt es sich nicht. Also auch nichts da oben, ne? Ah, stimmt. Hier klebt jetzt ein Hufeisen dran. Genau. Oder hängt. Klebt. Da habe ich auch schon was ausprobiert. Das hat auch nichts wirklich gebracht. I am out of ideas. Ich kann hier nicht wirklich großartig viel machen. Weil. Ganz ruhig, Kollege. War irgendwas nur versperrt. Also, dass nur irgendwas zu war, wo man einfach nur nicht reinkam. Nee. Hier war wirklich alles dicht. Dann guck mal, hier ist ein schönes Häkchen dran. Das heißt, wir haben die drei Tafeln definitiv eingesetzt. Okay. Aber sonst, Leute. Weiß ich auch nicht mehr, was ich noch machen kann. Und der Part ist schon bald vorbei. Ich glaube, wir werden nicht viel mehr schaffen, als ich das letzte Mal geschafft habe. Was waren das gerade für Geräusche? Für Schöne. Naja. Hi. Einfach mal überall reingehen. Warum nicht?
Hier ist auch sonst nichts mehr, ne? Nee. Hi. Lebst wieder. Mal gucken, ob meine Kamera noch funktioniert. Was ist denn das da eigentlich? Guck mal, da ist ja noch eine Tür, die ich nicht erforscht habe. Warte mal, dann probiere ich nochmal was. Gerade mal. Oder welche muss ich jetzt benutzen? Moment. Ach so, unten. Da war ich gerade ein bisschen verwirrt. Okay. Kann mal passieren. Das ist eine Tür, die ich gar nicht erforscht habe, scheinbar. Wahrscheinlich eh zu, aber. Überprüfen schadet nicht, glaube ich. In der Mitte. Voll in der Mitte, ey. Hier, ne? Ja. Stimmt, da war diese eine Zelle. War dahinter noch irgendeine Tür? Schön, dass ich schon weiß, dass sie genau 3 Schüsse brauchen. Hier, ist dahinter noch eine Tür? Oder was ist hier los? Ach so, bin ich quasi durchgegangen. Ach so. Bäh, sieht aus, ey. Tja, haben wir gelitten, würde ich sagen. Viel mehr fündig werden wir ja auch nicht. War ich hier drin? Ja, ist aber auch nur eine Dusche. Das ist eine Dusche. Sie ist aber kaputt und es kommt kein Wasser heraus. So was schade. Kann ich hier irgendwelche Items benutzen, die ich habe? Hufeisen. Jetzt habe ich auch nichts, ne? Nee. Nur ein bisschen Scheiß hier. Alles mal nachladen. Na gut. Der Part ist schon wieder gleich vorbei. Weil ich Angst habe, dass die Facecam wieder irgendwelche Rotze macht oder so. Neige ich mich da auch wieder dem Speicherpunkt. Mal gucken, der war ja entweder da oder da. Ich nehme mal den längeren Weg nur für euch. Als Beweis, dass wir wenigstens mal ein bisschen was geschafft haben. Da muss ich mir noch was überlegen, wie wir da weiterkommen. Ich habe absolut keine Ahnung. Wow. Lex, please. Warum seid ihr so fies zu mir? So, hier war das, ne? Genau. Dahinter ist auch nichts. Im Klo. Können ja mal ein Hufeisen ins Klo stecken. Oder einfach mal ins Pissoir pissen. Nee. Leute. Das ist doch uncool. Ich bin ein bisschen out of ideas schon. Kommen wir überall nicht hin. Alles sofort, wo wir rein können. Das einzige ist hier noch. Ja? Da haben wir alles reingesetzt, irgendwas muss passiert sein. Aber was? Wir werden es wohl nie erfahren. Biff. Nee, B1F. Keine Ahnung. Keller halt. Freunde, ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat gefallen. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Mal gucken, ob ich mich bis dahin informiere oder ob ich es normal versuche. Mal schauen. Irgendwie kriegen wir das hier schon irgendwann mal hin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.